Moin zusammen und willkommen zur nächsten Folge von Let's Play World of Warcraft. Ich stehe gerade vor dieser komischen großen Muschel. Habe festgestellt, dass man sich hier einen Begleiter nehmen kann. Wen nehmen wir denn mal? Wir nehmen mal den. Na, braucht ihr Hilfe? Der läuft mit uns mit und hilft uns, aber der wird auch gelevelt, steigt hoch. Der ist jetzt ja, was gibt's? Rang 1 und geht bis Rang 30. Ab und zu gibt es mal eine neue Aufgabe. Alles hat seinen Zweck. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Und wenn ihr mich braucht, wisst ihr, wo ihr mich findet. Gibt es eine extra Aufgabe noch? Ich nehme jetzt hier nochmal so ein paar andere an. Dann fangen wir mal damit an. Werden wir nicht alles in dieser Folge schaffen, aber das macht nichts. Irgendwo war doch hier noch eine. Da ist noch. Ah, da ist noch eine. Moment. Habt ihr was Antikes zum Tauschen? Als die Nager mich in Aber Ketten es muss gelegt mindestens haben, 200 Jahre alt sein. Frei zu sein. Ich dachte, er falsch, was? Mit dem kann ich mich reparieren oder so. So, den nehmen wir nochmal an. Dann ist da noch eine. Ich will nochmal kurz hier gucken. Ich habe ganz, ganz viele Sachen. Schnell mal repariert. So. Gut. All unsere okay. Freunden viel Glück. Ja. Ich muss näher ran. Da ist auch noch eine. Schön euch zu sehen. Vereint. So, was haben wir denn alles? Also. Das sind die Aufgaben, die sind für unseren Verbündeten. Da würde ich sagen, die werde ich mal, da werde ich mal mit anfangen. Das sind immer drei Stück normalerweise. Eines war an dem Schild. Wir machen die mal. Also ich fange da mal mit an. So. Als erstes Kassiere stopfen. Die ist sehr einfach. Also das ist eigentlich nichts anderes als das, was es bei der Allianz gibt. So. Fliegen wir da mal hin. Die Aufgabe da. So. Hallo. Hallo. Verliert nie die Hoffnung. Da haben wir es schon. Also es ist wirklich nicht schwer bei dieser Aufgabe zum Beispiel. Einfach daneben springen. Nicht von dem Geysir erwischen lassen. Deswegen springe ich immer daneben und nicht direkt drauf. Das. Der letzte ist da. So. Jetzt kommt noch dieser hier. Auch hier ist noch was, was wir einsammeln müssen. Gibt es auch mal wieder. Da ist ein Flugpunkt. Den werden wir uns auch gleich mal krallen. Warte. Eckars Unterschlupf. Ist da. Ist es. Können wir die gleich mal abgeben hier?
verfallene Tanknospe. Braucht ihr etwas? So, die haben wir fertig. Das war die erste Verbündetenaufgabe. Was fehlt uns denn hier noch? Da muss man teilweise mal das eine. Aber ich mache erstmal weiter mit dem nächsten hier. Ausrufezeichen. Beziehungsweise ja, der Aufgabe halt. Da ist noch eine. Zwei. Da ist noch eine. Jetzt gibt's Ärger. Drei. Da muss man echt gucken. Also. Die sieht man nicht immer gleich. Aufheben. Vielleicht haben wir hier noch welche. Da ist noch eine. Oh Mist. Das war doof. Aber hier sind nur zwei. So, die haben wir schon mal. Dann hauen wir jetzt einfach mal ab. So. Hier mal erledigt. Jetzt brauchen wir das nächste. So, ich mache jetzt aber erstmal die hier. Versteckte Truhe. Wieder. Das ist unten. Immer mal wieder Ausschau halten nach diesen Dingern, die wir einsammeln sollen, diese elend langen Listen hier. Denn ab und zu hat man Glück und stößt da direkt drauf. Das sieht sehr komisch aus. Ah, verseuchtes Gewässer. Wo wollten wir jetzt hin? Ach, da. Der ist da irgendwo. Das ist ein Seestern. Die sind auch fies hier, diese Krabben. Die hasse ich wie die Pest. So, das haben wir auch
auch erledigt. Seestern haben wir auch. Das ist nichts Besonderes da hinten. Jetzt muss ich nur erstmal diesen dusseligen Questgeber finden. Ja, da ist es. Die Truhe ist das. Ja, okay. Schlüssel. Jetzt müssen wir hier wieder alle möglichen umballern. Na, war ja klar. Nee, dann versuchen wir das mal mit denen, die nicht so schwer sind. Ich dachte, das geht schneller, aber naja. Erstmal heilen. Ich gucke gerade, ich habe mir auch noch nicht... Da müssen wir auch noch mal hin dann. Vielleicht sollte ich das gleich mal machen, bevor ich hier weitermache. Eine Sache noch besorgen, die ganz nützlich ist. Das ist zwar aus der Pandaria-Geschichte, aber ich finde die immer ganz nützlich. Ich nutze die mit meinem Allianz ja auch immer noch. Jeder Punkt, den man mehr hat als Buff oder so, der zählt ja, finde ich. Wir machen mal einfach zum großen Siegel. Gehen wir mal zurück. Bevor ich jetzt weitermache. Die 10 Minuten haben wir noch. Und zwar gibt es das auf der... Ich glaube, das war die zeitlose Insel. Denn ich habe... Den habe ich hier noch nicht, meine ich. Also, wir müssen nach Pandaria. Wir müssen nach Pandaria. Gibt es dann direkt das Portal hin? Nee, ne? Donnerfels... Donnerfels. Ich weiß gar nicht, gibt es in Donnerfels einen Portalraum? Nee, das nützt mir, glaube ich, nichts. Müsste ich wahrscheinlich nach Orgrima, ne? Gab es hier ein Portal nach Orgrima? Nee, ich werde mal von das machen. Wir gehen nochmal zurück zum großen Siegel. Und dann gucke ich nochmal, ob es da auch ein direktes Portal nach Orgrima gab. Also... Orgrima. Und von da aus müssen wir noch nach Pandaria kommen, oder nicht? Schattrad. Kriegsspeere. Das da sieht mir doch ganz nach... Genau. Portal nach Jadewald. Da wollen wir hin. So, Jadewald. Ich hoffe, das dauert denn nicht so lange. Da sind wir. Und zeitlose Insel.
Das habe ich auch so noch nicht gesehen. Ich war ja noch nie mit der Horde, also von daher müsste ich echt erstmal die Anfangsquests machen. Da muss ich aber erstmal gucken, wo man da hinkommt. Wie man das macht, meine ich. Ja. Auf zur zeitlosen Insel. Gleich haben wir es geschafft. Und zwar gibt es hier zum einen keine Möglichkeit zu fliegen, aber es gibt hier auch eine Höhle. Moment. Ich suche mir erstmal den Flugpunkt. Ah ne, das ist auf der anderen Seite. Ja, gut, dass ich am Felsen hängen geblieben bin. So, erstmal Flugpunkt. Berichtet mir von euren Reisen. Müssen wir gar nicht entdecken, wa? Hier müsste das sein. Oh, Schlange. Gut, die tun uns jetzt nichts mehr großartig, aber... Riesenviecher.
Ja, ich glaube, das ist die Höhle. Und zwar gibt es hier diese Kristalle. Da, die hier. Wenn man die sammelt, gibt es irgendwann so ein Teil, es kann lange dauern, kann aber auch schnell gehen. Hier ist noch einer. Ist auch noch einer. Das hieß, glaube ich, Kristall des Wahnsinns oder so. Gibt's nur. Ansonsten gibt es halt nur diese Münzen, aber es gibt halt auch diesen Kristall. Schwer sind die nicht mehr hier, ist klar. Das ist keine Herausforderung mehr. Kommt man ganz gut durch. Auch keiner. Da ist noch ein Kristall. Wie lange es dauert, bin ich ja mal gespannt. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt eine Stunde rumrennen muss und Kristalle farmen. Hier sind noch einige von den Dingern. Da ist einer. Gibt diesen, ja, Kristall des Wahnsinns oder wie der heißt, gibt es auch noch von jemandem, der steht in Pandaria, aber der wird halt auch gefarmt und der taucht nicht oft auf. Und ich habe halt festgestellt oder nachgelesen, dass es dieses Teil auch gibt, wenn man hier diese Kristalle farmt. Da muss man zwar ein bisschen rumrennen. Und es kann sein, dass es wirklich ein paar Tage dauert, bis man den hat, aber ich setze den immer ein, also bei der Allianz zum Beispiel. Ich habe den mir mit fast all meinen Charakteren bisher schon geholt, weil der halt ein paar Bonus-Sachen gibt. Da ist noch ein Kristall. Gucken, ob wir den erwischen. Immer gut umschauen, ob noch irgendwo einer ist. Nicht, dass wir einen vergessen haben. Da ist noch einer. Vielleicht haben wir Glück und es ist dann jetzt irgendwo einer der Kristalle, die wir einsammeln, dass wir dann dieses Teil kriegen. Ich hoffe nicht, dass sie es rausgenommen haben, aber das kann ich mir nicht vorstellen, weil ich habe es mit den anderen auch noch. Jetzt gehe ich wieder zurück.
Und dann gucken wir uns die nächsten an. Hier noch was? Hier ist, glaube ich, keiner mehr. Hier ist man in der Geisterwelt dann. Irgendwie, glaube ich, jedenfalls. Gehen wir mal wieder zurück. Vielleicht sind am Anfang schon wieder welche da. Da ist eine Kiste. Die machen wir auch mal auf. Das ist zu weit entfernt. Schade. Oh. Da ist wieder einer aufgetaucht. Es dauert halt einen Moment und dann sind die irgendwann wieder da. Und da ist noch einer. Gibt auf jeden Fall auch diese zeitlosen Münzen. Die müssten dann auch bald wieder auftauchen hier. Also es kann schon etwas mühsam sein, aber da kommt der erste wieder. Wenn man Glück hat, dauert es nicht so lange. Und man hat diesen Kristall. Es ist eine Geduldsprobe. Ich werde euch auch nicht mehr lange damit langweilen. Ich werde das hier mal weitermachen, dann die Tage. Ich werde mich hier einfach ausloggen. Da ist nur einer. Und das weitermachen. Und danach geht es weiter in Dings, weil das gibt wirklich ein bisschen mehr auf seine Werte. Und es zählt ja nun wirklich jeder Punkt. Habe ich das Gefühl zumindest. Und deswegen will ich mir den mit meinem Hortler auch holen. Der ist noch nicht wieder da. Naja. Hier schon wieder einer ist. Da ist wieder einer. Der ist auch schon.
wieder da? Da ist er. Ha, ich wusste es. Ich hab's. Kristall des Wahnsinns, der ist das. Und der erhöht alle Werte um 14 für eine Stunde. Und ich finde, das ist gar nicht so schlecht. Der kommt auch bei mir direkt halt in die Aktionsleiste rein. So, und das... Ja, zack. 2 Stunden hält der. Warum da jetzt steht eine Stunde, weiß ich nicht. Ob das... So, der kommt... Das ist jetzt fester Bestandteil meiner Ausstattung. Eine Stunde steht da. Hm. Keine Ahnung. Ist vielleicht eine falsche Beschreibung oder so. So, jetzt können wir wieder zurück. Mehr wollte ich hier nicht. Der Kristall des Wahnsinns. Sehr schön. Und dann können wir weitermachen in der Nasiata. Das machen wir dann aber in der nächsten Folge. Mich da mal wieder hin. Sehr schön. Das hat ja doch noch geklappt. Da hat es ja doch nicht so lange gedauert. Ich habe jetzt befürchtet, dass ich hier 2 Stunden im Kreis renne. Und hier... Ah, das ist sehr interessant hier, aber das kriege ich wahrscheinlich gar nicht hin. Beziehungsweise, da muss man genug Leute für haben. So, gehen wir die nochmal ab. Ich habe jetzt zwar nicht alles gemacht heute, aber ich werde mal versuchen, das dann in der nächsten Folge nachzuholen. Das, was noch da ist. Das ist ein bisschen Sucherei teilweise. Aber mir war das jetzt mit dem Kristall erstmal wichtiger. Weil ich ja nun noch nicht so stark bin. So, das haben wir schon mal erledigt. Gut. Dann werde ich mich hier mal wieder hinsetzen. Dann können wir uns nämlich gleich dann wieder den Dings krallen. Den hat man einen Tag lang. Unseren Typen hier. Na, man sieht, der kriegt langsam Punkte. Und dann wird der hochgelevelt. Da lasse ich es jetzt aber mal dabei für heute. Und sage mal ciao. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen bei euch. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss.